hier. 30 Jahre bin ich Pilot. Ja. Guck mal. Ja, hier. Da, hier. 30 Jahre schnallt man mich am Sitz fest, verkabelt mich an den Ohren. Ja, ja. Und dann soll ich hinterher in eine Dusche kacken. Also das finde ich nicht gut. Jetzt hockt man schon in so einem engen Cockpit. Ne? Ich frag mich jedes Mal immer noch, wieso macht man immer noch so enges Klo auf so einem großen Boot? Ja, vor allem. Ich finde halt schlimm, dass der Anspruch nicht da ist von den Leuten. Also ich finde es irgendwie anspruchslos. Also selbst wenn man Tagestouren macht und aus dem Hafen rausfährt und nur mal zum Spaß da irgendwie in eine Bucht fährt oder zum Schwimmen geht, dann geht man mit seiner Frau schick was essen, dann hat die den Bauch voll. Ja. Dann muss sie in die Duschkacke, das geht doch gar nicht. Deswegen bauen die ja das da ein. Das hat uns ja der Verkäufer gesagt. Ja, ja. Also eigentlich würde sie ja gar kein Klo einbauen, wenn nur Kerle an Bord wären. Ja. Ich meine, okay, dann könnte man hinten ja irgendwie da so einen Austritt oder so. Oder man könnte ja einen Sitz hinten über die quasi Reling. Schön wäre es trotzdem, wenn man duschen könnte. Ja, aber du weißt ja, die meisten Segler sterben beim Pinkeln über die Reling. Ja. Habe ich zumindest mal gelesen. Da hat einer gesagt, Leute, also wenn ihr aufs Klo müsst, geht aufs Klo. Oder in die Dusche, je nachdem, wo man ist. Ich finde das krass, ne? Also nehmen wir doch mal die Dufour, ne? Die Dufour, die man gekriegt hat. Da waren wir ja mal nur ganz kurz drin, bis uns der Verkäufer rauskomplimentiert hat. Weil er mit der Kundschaft kam. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Jo, dürfen wir einmal hier mit dem Kunden einmal durchgehen? Natürlich, ja, kein Thema. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, vielen Dank. Da habe ich mir noch gedacht, woher weiß der, dass wir keine Kundschaft sind? Ne, ich fand den Umstand eher interessant, dass tatsächlich jemand das Ding kaufen will. Aber okay. Ja. Ich meine, das Erste, was mich genervt hat, also ich, naja, was heißt genervt, was ich nicht so gut fand, war, dass... Ja, da konntest du dich im Cockpit konntest du dich gar nicht anlehnen, so richtig. Das war nicht gemütlich, das war kein gemütliches Cockpit. So, eine Dufour 37. Kein Tick, finde ich immer gut. Sehr schön. Was ich hier nicht. Kannst dich nicht anlehnen. Das ist mal was, ne? Du kannst dich nicht anlehnen hier, ne? Guck mal. Das hat keine Lehne zum Anlehnen. Ja. Echt? Zeig mal. Ja, du hast recht. Du kannst dich nicht anlehnen. Ne? Ja, aber das sind mir, nachdem du das bemerkt hast, sind mir mehrere Punkte aufgefallen, bei denen das ähnlich ist. Ja. Also andere, ältere auch. Ja. Wo man einfach sagt, das ist ein Computer, kann ich gar nicht drin sitzen. Also, ja gut, aber dann ist es ja so bei der Größe, 37 Fuß, ne? Du fuhr 37 Fuß, so ein Cockpit. Und dann hockst du da draußen und dann irgendwo, ich weiß nicht, also das hat sich irgendwo... Das ist vielleicht nur zum Liegen gedacht. Da kann man nicht, da kurz man nicht... ich sag's jetzt nicht. Ja, du weißt, die Frage ist auf wem, aber... Du, wenn du da im Cockpit bei der Dufour außer den Polster hingelegt hast, dann fällt jemand runter. Also die geringste Welle an Bord hätte dich dann von diesem Cockpit gefegt. Ah, das ist aber tüdelig, ne? Das ist tüdelig. Das ist, damit du bis hier zuhörst und dann der Tor nach rückst. Genau, und dann brichst du irgendwann ab. Einmal nicht aufgepasst ab. Kein Ankerkasten mehr, okay. Ja, ganz schnell. Kein Ankerkasten mehr. Nur noch ein Loch. Also das wäre mir wirklich zu offen hier. Das ist so... Ja, das war bei der Bavaria jetzt, ne, da drüben. Guck mal, bei der Bavaria da drüben, da sitzt du wunderbar in der Ecke. Da bist du geschützt, ne? Ja. Was meinst du? Lassen die uns heute nochmal irgendwann raus mit dem Flieger? Ja. Mal gucken, ob wir den Flugplan nochmal finden. Ja. Ach, das war der schon.
Also ja, wir haben sie programmiert. Da müsst jetzt nur noch mit der Kläre zum die Ecke kommen. Ich muss ja dann irgendwann mal wieder pinkeln. Ja, kommen wir jetzt auf. Ja, komm. Guck mal, was soll denn ich das sagen? Na? Ja, es sind keine Paxe an Bord. Wir können aber guck mal. Was? Okay. Ja. Ja. Nee. Ja. Kreisig, ja. Solche Toilette. So, wie machst du das eigentlich, wenn du es hier packst? So, ich meine. Das ist ein vollwertiger Sitz. Man kann hier sitzen und darf das auch. Ja. Das geht schon. Ja, also auf jeden Fall. Aber duschen kannst du nicht. Nee, duschen kannst du hier nicht. Wobei, wenn man auf der Schüssel sitzt, sitzt man noch bequemer. Also, da hat man mehr Kopffreiheit. Okay. Aber alles für hat einen Bieter. Hm? Aber alles für hat einen Bieter. Na, was knallt. Ja. Hey. Ja, 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 ah, ja, 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 da hast du Headroom, ne? Das ist ja nicht so klaustrophobisch wie bei den anderen, ne? Wie war das mit dem Kompromiss? Aha. Ja, dann haben wir halt auch wieder die, guck, hier ist wieder, das ist wieder, guck hier, Spaltmaße. Ne, guck mal hier schon mal. Das meine ich ja, Spaltmaße. Ja, genau, da kann man dann. So, das ist natürlich eine Höhle hier dann. Ne? Da gibt es halt nur da oben gibt es so eine kleine Luke für Luft. Und wenn hier dann die Tür zu ist, hier geht keine Luft, nichts rein. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid halt hier drin. Und es hat draußen 30 Grad und die Sonne brennt aufs Boot. Dann könnt ihr hier nicht übernachten. Da geht ihr hier ein. Ihr geht hier ein. Definitiv geht ihr hier an. Hier ist kein Fenster, hier ist nichts zum Lüften. Gar nichts. Das ist nur zum Rausgucken. Und da oben gibt es ja diese kleine Luke. Ja. Ah ja. Okay. Nicht doof machen, dann das ist natürlich dann ein anderes Raumgefühl. Ne? Aber? Ja. Das ist, da hinten ist eine Höhle. Ne? Gut. Kühlschrank ist okay, ist gut. Aber das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Da kannst du nicht. Das sind doch zwei Stunden. Nee. So. Was haben wir denn bei der Dufour noch gehabt? Hatte die eine Dusche mit einem abgetrennten Dusch? Nee. Auch nicht? Nee. Ja, es ist wieder so. Ja, nee, es ist halt wieder. Schade, ne? Schade, schade. Gut. Sag mal, aber kein. Aber Platz, schön Platz, ne? Es ist nicht wieder. Ja, aber es ist halt wieder mit der Putzerei, ne? So. Hey. Ja? Schade, verlorener Raum. Das ist schade, das verlorener Raum. Da war mal echt kurz. Die haben ja erstmal das Licht ausgeschaltet. Ach, du warst das mit dem Licht. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, Licht ausgeschalten. Das war doch die Nummer, wo ich gucken wollte. Aha. In den Motorraum. Und da macht die zwei Klappen auf und hebt nur das Ding raus. Und das, was dort als Schaumstoff und Lärmschutz innen drin war, stimmt, habe ich also die Klappe rausgenommen und habe sie wieder neu gestellt und dann ging das Licht aus. Also irgendwie haben die mit dem Schaumstoff den Schalter betätigt. Ja, ich dachte noch, ich war es in der Küche, dass ich mich irgendwo an die Küchenzeile gelehnt habe, dass das Licht ausgeht. Da war die jetzt die Bavaria besser, ne? Geht die Tür zu? Bleibt sie zu? Ups. Nee, ich dachte, ich habe eben mich irgendwo angelehnt, das Licht ging aus. Nee. Wo ist der Schalter? Hallo? Wo ist das Panel? Panel. Generateur. Feu de pont. Kann einer von euch noch Französisch? Ich meine, sprechen habe ich ein Problem, aber. Ja. Das fehlt noch so wie zu Hause am Eingang. Klar. Ja, ja. Ne? So was. Ja. Intuitiv. Ja, so ist es. Aber ist aber nicht. Muss ich versuchen. Da. Ah.
Okay, ja. Aber passiert nichts, okay, im Strom alle. Ja. Licht ist aus jetzt? Ja. Licht ist aus, ja. Ja. Moment. Ich geh mal weg. Hier. Ach, du warst es. Oh, vermute, dass hier irgendjemand rumgefummelt hat. Ja, die sagen doch alle, das Leben auf dem Segelboot findet im Cockpit statt. Ja. Ja, also wenn ich so dran, wenn ich so sehe, wie wir hier gerade so sitzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier Leben stattfindet. Das ist, Leute, es ist echt eng hier. Also, da gibt es ja Jungs, ne, die haben auch so ein Boot dann irgendwo in der Karibik oder. Wo ist denn der eine, der wohl mit den netten Mädels da aufs Boot kam? Ach, Kap Verde. Ja, Kap Verde, genau. Kap Verde. Cabo Verde. Wo dann die Mädels auf dem Schiff getanzt haben. Ja. Aber das ist eine Ausnahmefälle. Ganz anders. Ja. Okay, ein Boot mit Kindern, eine Frau und den Typ haben sie gerade aus dem Wasser gefischt. Okay, alles klar. Ich bin böse heute. Ja, da gibt es dann so Jungs in der Flugschule, die sagen dann, boah, geil, ich hab's geschafft. Ihr sitzt da vorne drin, so jetzt, und als Piloten im Chat. Anstalt, verkabelt. Ja, genau, ja. Und können sie aufs Klo. Und, ja, nee, wisst ihr, wann ihr es geschafft habt? Du weißt auch noch, ne? Wann hat man es geschafft? Die Jungs, die hinten sitzen, sind die, die es geschafft haben. Oder man sitzt vorne und träumt vom Boot. Ja, wir zum Beispiel. Mit einer eigenständigen Dusche. Ja, wo zwei reinpassen.